Der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster lud ein zu einem Tag der offenen Tür auf sein Betriebsgelände in Freienhufen. Was gehört eigentlich zum Müll? Wie wird er ordnungsgemäß getrennt? Und was passiert eigentlich damit, wenn er dann abtransportiert wurde? Dies und mehr stand im Mittelpunkt des Tages. Der Abfallentsorgungsverband ist ja für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle zuständig. Das heißt, wir bieten dem Bürger umfassende Entsorgungsdienstleistungen an, die 4 Mülltonnen oder beziehungsweise 3 Mülltonnen, die Restmülltonne, die Biotonne, die Papiertonne und es gibt noch von den Privaten die Verpackungstonne, die auf den Grundstücken vorrätig ist und zur Verfügung steht, um Abfälle zu entsorgen. Und gleichzeitig ist der Abfallentsorgungsverband auch für illegale Müllablagerung zuständig. Das heißt, wenn jetzt kein Verursacher ermittelt werden kann, hat der Abfallentsorgungsverband dort die herrenlosen oder illegalen Abfälle, wie man das so sagt, zu entsorgen. Genau. Bei Führungen über das Gelände wurde den zahlreichen Besuchern sehr anschaulich dargestellt, was genau mit dem Müll nach der Anlieferung passiert. Neben Sperrmüll werden rund 10.000 Tonnen Bioabfälle pro Jahr in Freienhufen angeliefert, etwa 6.500 davon aus dem eigenen Verbandsgebiet, sprich aus Elbe-Elster und dem Süden des OSL-Kreises. Weitere rund 4.500 Tonnen kommen aus der Spreewaldregion und aus Cottbus. Die Reste des Biomülls werden in Freienhufen unter anderem in sogenannte Krafterde verwandelt, die sich insbesondere bei den Kleingärtnern in der Region großer Beliebtheit erfreut. Rund 7.000 Tonnen dieser Düngererde wird jährlich vom Abfallverband produziert und für kleines Geld an Endverbraucher weitergegeben. Ein besonderes Augenmerk legt der Verband auf die Beratung in Sachen Mülltrennung, denn in dem Bereich kann der Endverbraucher selbst aktiv werden. Das heißt, wir wollen den Bürger darüber aufklären, welche Möglichkeiten er hat, auch Abfälle zu vermeiden, beziehungsweise diese Abfälle vielleicht wieder durch eine Wiederverwertung, wie zum Beispiel, dass er halt seinen Sperrmüll, wenn er einen Sperrmülltermin anmelden möchte, sich nochmal darüber Gedanken macht, was kann er mit dem Sperrmüll vielleicht noch machen. Kann er den vielleicht bei irgendwelchen Tauschbörsen einstellen, kann er ihn verschenken, kann er den zum Sozialkaufhaus bringen, um den halt einer Wiederverwertung zuzuführen, bevor er den halt zum Sperrmüll gibt. Genau. Es geht auch darum, die Bürger dahingehend zu sensibilisieren, halt auch verantwortungsbewusster damit umzugehen und vor allen Dingen auch hier andere Wege in Betracht zu ziehen. Da wollen wir sensibilisieren, da gibt es auch eine Kampagne, wir lieben Wiederverwertung und Nachhaltigkeit, wo wir versuchen natürlich die Bürger zu sensibilisieren und auch ihnen andere Wege aufzuzeigen. Auf große Resonanz stößt auch die Aktion AIV on Tour, in der Schulkinder die Thematik Müll und Mülltrennung auf spielerische Weise näher gebracht wird. Also mit AIV on Tour sind wir in Kitas und Schulen unterwegs, um den Kindern halt kindgerecht Abfalltrennung nahezubringen. Von den Kindern wird super gut angenommen, auch von den Erziehern oder Lehrern. Wir waren in diesem Jahr oder dieses Jahr haben wir über 40 Anfragen, wo wir im ganzen Verbandsgebiet unterwegs sind. Sowohl im OSL-Kreis auch als im Elbe-Elster-Kreis. Und die Kinder, wie gesagt, freuen sich mega. Die machen super mit. Und es freut mich dann natürlich auch, wenn auch das Feedback einfach da ist. Indem einfach nur ein Applaus kommt oder ein großes Dankeschön. Die Kinder kommen einzeln auf uns drauf zu und sagen nochmal, Mensch, das habt ihr toll gemacht. Vielen Dank für den tollen Tag. Und mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Und wenn die Kinder noch ein bisschen mitnehmen, was wir an Abfalltrennung halt vermitteln, dann denke ich, haben wir schon unser Bestes getan. Insgesamt hat der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster derzeit rund 50 Mitarbeiter, 16 davon am Standort in Freienhufen. Etwa 180.000 Einwohner leben aktuell im Einzugsgebiet des Verbandes.